Diese Fuhlblärzen haben gesagt, dass wir jetzt für die Hypo becken müssen. So zwischen 10 und 18 Milliarden Euro. So genau wollen sie sich nicht festlegen. Haben sie sich noch ein bisschen Spazi gelassen, gell? Du, passiert halt privat auch oft, gell, dass du drinstehst beim Bieler und die Kassiererin sagt, sie schulden mir zwischen 90 und 240 Euro. Ich weiß es nicht so genau, gell? Du, rekapitulieren wir mal, ja? Der Heiler und seine Burschis haben uns diesen Scheiß eingebrockt. Da war noch ein Haufen Bankmanager mit Sonderschulabschluss am Werk. Den draußen im Bund haben genau gewusst, was los ist. Und keiner hat was gesagt, ja? Punkt 1. Ich hab den Heiler nie gewählt. Ich hab kein Sparbücher bei der Hypobank. Ich war noch nie im Wörthersee-Stadion oder auf dieser Wörthersee-Bühne. Ich hab nicht einmal einen BZÖ-Wahlkampf-Luftballon mit Orangengeschmack in die Hand gedruckt gekriegt. Warum soll ich jetzt da einen Cent von meinem hart verdienten Geld zahlen, ha? Du, es gibt Leute, die haben nicht einmal einen Strom, die können sich den Strom für die Heizung nicht leisten. Es gibt kein Geld für Soziales, es gibt kein Geld für Bildung, von Kultur ganz zu schweigen, gell? Aber wenn der Ruf des österreichischen Finanzmarktes gefährdet ist, dann müssen wir zusammenhalten und becken, ja, freilich wohl. Du, warum? Was geht der Scheißdreck mir an, ja? Vor der Wahl hat keiner gesagt, wenn die Hyposchare geht, dann sollst du das ihr keiner. Und dieser eine Volltrottel, so geht's dann auch noch. Bei dieser hohen Summe ist die Verschuldensfrage wahrscheinlich schwer zu klären. Da stellst du mir die Knack auf, du. Wenn ich drüben bei Karten spiele, mein Hurfahrt schepper, da ist das verdammt noch einmal mein Problem, ja. Und kein Hedgefondsbesitzer und kein Broker und kein Finanzminister schert sich noch einen Scheißdreck, wie es mir dabei geht, du. Rien ne va plus. Au revoir.